Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Stoneheart. Das wird sehr wahrscheinlich erstmal die letzte Folge werden, bevor es ein neues Release gibt. Oder falls wir in die Mod-Phase gehen. Ich hatte da auch schon ein paar Stücke rausgesucht, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, welche wir uns dann wirklich zu Gemüte führen werden. Unter anderem gibt es einen recht coolen Mod, der viel mit den Weaver integriert und auch eine neue Klasse, und zwar einen Koch hinzufügt. Dadurch könnten wir dann diese ganze Nahrung, die wir hinten rumliegen hätten, zu neuer Nahrung verarbeiten lassen. Man muss nur eine Sache dabei bedenken. Diese Waren und Einkram könnten wir nicht eins zu eins alle übernehmen, weil dieser Mod funktioniert anscheinend nur dann fehlerfrei. Ach, guck mal. Der schläft. Und Fehler. Also dieser Mod funktioniert nur dann fehlerfrei, wenn das Spiel mit dem Mod bereits gestartet oder erstellt wurde. Wenn es nachträglich geschieht, dann gibt es hier so ein paar kleine Bugs. Beziehungsweise der Mod funktioniert dann fast gar nicht. Gut, da muss man da halt mit leben. So, ihr seid unsere Farmer hier, ne? Farmer? Farmer. Irgendwie machen die Farmer gerade gar nichts. Die könnten doch eigentlich auch reingehen zum Schlafen, machen sie aber irgendwie nicht. Und da drin gefangen sind die ja jetzt wohl nicht, oder? Weil durch die Türen kann da eigentlich jeder durch. Okay, Reifer. Reifer Pumpkin. Warum erntet den aber keiner? Na, müssen wir mal gucken, ob die hier nach dem Aufwachen dann auf die Idee kommen, mal darüber zu laufen oder eher weniger. Die schlafen aber auch generell relativ lange, ne? Wir probieren mal was. So, das Tor machen wir mal weg. Ah, und guck mal an. Einfach nur mal so aus Interesse, was passiert, wenn man... Okay. Das heißt, ganz konkret, wenn die Tore drin sind, kriegt es die KI nicht auf Kette hier durchzulaufen. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? So ein Mist. Dann machen wir uns die Arbeit mit den Toren. Und am Ende kümmert sich keiner drum oder nutzt es keinen was. Egal. Machen wir wenigstens hier den Zaun hier vorne noch fertig. Haben wir nochmal einen Bug, den wir irgendwie melden könnten. Ärgerlich, aber gut, das ist halt im Prinzip die Last, die man mit sich trägt, wenn man eine Alpha testet. Das ist dann halt einfach mal so und ja, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. So, Kollege, was machst du hier? Du bist am Weben. Das heißt, du holst dir von hinten das Zeug. Hier gibt es ja nichts mehr und hier gehst du irgendwie nicht hin. Naja, nicht schlimm. Hauptsache, das Lager wird ein bisschen leer und unser Jäger ist natürlich hier extremst aktiv anscheinend. Sehr, sehr viel Fleisch und extrem viel Fell.
Könnten wir eigentlich sogar mal anfangen und könnten mal daraus wieder Fellbündel machen. Und dafür brauchen wir eine Thread-Ressource. Das heißt, wir machen mal 5. Machen wir davon erstmal Nummer 2 und dann einen davon, ist sie auch weg. Bundle of Leather. So, dann haben wir hier noch Pelzressourcen. Das wäre für so einen Pelzteppich, wäre das nicht schlecht. So. Damit ist er ja bald fertig und dann fängt er mit den Dingern an und das geht ja schnell, weil er die ja schon bei sich im Lager liegen hat. Denke ich mal. Die hat er ja hier schon alle liegen, da braucht er die nur verarbeiten. Und da hat er auch noch einiges liegen, da braucht er nur rüber. Ich habe übrigens auch mal eben kurz eine Pause eingelegt, um mal nachzulesen und hatte gelesen, dass ich anscheinend hier nicht der Einzige bin, der dieses Problem hat mit den Zäunen. Dass die nicht richtig eingelagert werden. Das scheint auch so ein genereller Bug zu sein. Und dass die auch nicht immer sauber aus dem Inventar genommen werden. Oder ins Inventar gestellt werden, so herum. Von daher ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Wäre ein bisschen blöder, wenn es halt jetzt nur eine oder nur mich betrifft. So. Jetzt haben wir natürlich hier noch diese Geschichte, dass wir jetzt hier dieses Haupthaus haben und hier unser Lager noch läuft. Also hier hinten die Lagerhallen, die Lagerplätze quasi sind. Und ich hatte mir überlegt, ich könnte ja theoretisch auch hingehen und könnte hier ein Lager bauen. Dafür müsste ich hier nur ein bisschen Platz schaffen. Und dafür sollten hier die Bäume weichen. Da oben die Bären habe ich jetzt mitmarkiert, ist jetzt aber nicht so weiter schlimm. So, unsere Worker zerstören jetzt erstmal hier das Ökosystem. Um es mal so zu nennen. So, hier hinten haben wir noch ein Zaunstückchen. Das kann dahin, dann kann hier der Zaun hier oben. Was ist das denn? Seht ihr das auch? Herrlich. Aha. Ist natürlich schön, sogar lässt sich das bestimmt sehr gut hier platzieren. Ah ja, wenn man da diesen Versatz irgendwann raus hat, dann kriegt man das hier irgendwie auch auf Kette. Trotzdem blöd, dass jetzt hier das Essen auf dem Tor liegt und es wird bestimmt auch nicht runterfallen, wenn einer durchs Tor geht. Ach ja, hilft ja alles nichts. So, hier haben wir zumindest noch mal so ein bisschen was am Platz. Da könnten wir ja mal hingehen und könnten hier noch mal ein Lager für Holz machen, schnell. Nichts außer Holz. Das wird dann später wieder entfernt, sobald dann hier die
Bauarbeiten fertig sind. So. Was ist das hier? Picket Fans, ne? Ja. So, das passt. Warum setzt hier hinten eigentlich keiner diese bescheuerten Fenster ein? Kann mir das von irgendeiner verraten? Die Fenster liegen hier. Da ist auch schon alles soweit fertig. Habe ich da irgendwas verpasst? Irgendwie nicht, ne? So, hier haben wir nochmal Zäune. Die lassen sich wenigstens schön positionieren. Was machst du denn? Da liegt noch ein Zaun, den können wir aber auch nochmal verbauen. So, die Bären können auch wieder weg. Und irgendwann könnt ihr mal die KI hier alles abtransportieren, was hier noch so rumfliegt, aber... Ja, die wehren sich echt gegen die Tore. Die Tore sind gerade echt noch so ein leichtes Problem. Naja, gut. Nicht weiter schlimm erstmal. So, wir brauchen ein Haupthaus und das werden wir jetzt erstmal bauen. Nur bevor irgendwas abschmiert oder irgendwas rumspinnt, einmal schnell speichern. Day 0? Ach, Tune Moon. Okay, nee, dann ist ja noch in Ordnung. Wir haben jetzt quasi einen Ingame-Monat hinter uns. Ich würde sagen, wir nehmen einmal hier diesen Boden. Ich will es nicht zu übertreiben, wir machen es mal so. Na, jetzt. So. Dann kommen normale Wände dran. Ne, warte mal. Kann man eine Undo? Ja, kann man. Ich möchte hier vorne noch so im Eingangsbereich, ich möchte hier so einen kleinen Eingangsbereich vorne noch dran setzen. So, probieren wir das mal so hier. Normale Wände. Das Lager bekommt dann ein Strohdach verpasst.
Aber so hier. So ist, glaube ich, nicht schlecht. Da dann die Tür hin. Dachte mal so mal zwei vom Boden aus, ne? Ja. Zwei. Und zwei. Dann machen wir mal drei Abstände. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das wäre dann so. Eins, zwei, drei, vier. Vier. So. Hier gibt es dann auch nochmal da eins. Da eins. Ich mag irgendwie so Häuser mit vielen Fenstern. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so eine Macke von mir ist, aber gefällt mir so ehrlich gesagt immer am besten. So, ich glaube, das könnte reichen. Und von mir aus kann jetzt die KI anfangen, kann hier bauen, wie sie lustig ist. Da können sie auch schön das Holz hier verbrauchen, was sie noch übrig haben. Jetzt habe ich wieder das Tür-Icon hier als. Und die... So, jetzt aber. Das dreht sich wieder um die eigene Achse hier. So, das lassen wir jetzt erstmal in aller Ruhe hier schon mal bauen. Und ich verabschiede mich mal. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.